Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, zu diesem Preview-Video von dem 59 Patton. Ja, jetzt werdet ihr fragen, was ist denn der 59 Patton? Der 59 Patton ist ein Hybrid aus Typ 59, und zwar die Bodengruppe bzw. die Wanne ist vom Typ und der Turm ist vom Patton. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie ist sowas möglich? Und das muss man jetzt ein bisschen erörtern. Und zwar, es gibt eine Firma, die heißt Kongshong. Ob ich es richtig ausspreche, lasse ich mal im Raume stehen. Und diese ist für Wargaming, beziehungsweise diese ist der Wargaming-Lizenznehmer in China. In China gibt es World of Tanks auch, aber wird da eben nicht von Wargaming betrieben, eben, sondern von dieser Firma Kongshong. Und diese liefert ab und an eben auch Material zu Panzern, wie zum Beispiel dem T-34-1, dem T-34-2, 112, 113 und wie diesem 59 Patton eben auch. Die haben scheinbar eine DVD an Wargaming geschickt und man muss dazu sagen, dieser Panzer, den gab es wirklich nur als Gedankengang, also so als Möglichkeit, und er wurde angedacht scheinbar, aber eben er hat es nie irgendwo in eine Testphase oder sonstiges geschafft, sondern es war wirklich so, okay, was wäre möglich, und ja, da sind sie auf diesen Gedankengang gekommen. Der 59 Patton ist ein Premium-Panzer der Stufe 8, natürlich China, und mittlerer Panzer. Jetzt haben wir die Historie und jetzt haben wir den Hintergrund, wo kommt dieser Panzer her. Die technischen Daten sehen wir uns aber jetzt im Wettbewerbsvergleich nochmal im Detail an. Und im bekannten Wettbewerbsvergleich schauen wir uns jetzt den Panzer mit den aktuell kaufbaren anderen Tier 8 mittleren Panzern an. Und zwar besonders natürlich interessant die Struktur. Er hat 1400 Struktur. Wenn wir uns den T-34-3 anschauen, der hat 100 weniger. Ansonsten allerdings ist er dann schon, bildet er das Schlusslicht. Der CDC hat auch noch 1400. Der STA-2 hat dann 1420 schon. Und der Panther sowie der Super Pershing, der hat 1500 Struktur. Man muss natürlich ehrlicherweise und fairerweise sagen, dass der Super Pershing hier ein bisschen heraussticht, weil er einfach nicht der klassische mittlere Panzer ist, aber aufgrund der Stellung und des Tiers habe ich ihn hier mit reingenommen. Die Sichtweite selber beträgt 370 Meter, auch da ist er das Schlusslicht. Tarnungskoeffizient kann man jetzt leider noch nicht sagen, wie er sich da verhält. Er wird wahrscheinlich aber aufgrund des großen Turms schätzungsweise nicht so gut sein. Da sieht man, dass der T-34-3 der beste ist vom Tarnungskoeffizienten und der STA-2 dann der zweitbeste. Also wie gesagt, zu erwarten wird sein, dass der Patton sich da nicht unter den Top 2, schätze ich mal, platzieren wird, sondern irgendwo so im Mittelfeld rangiert. Die Turmpanzerung, die beträgt 177 an der Front, 76 an der Seite und 50 hinten. Da ist der T-34-3 der am näherliegendste vergleichbare. Mit 190, 120 und 60 hat er da aber überall ein wenig mehr. Alle anderen sind aber da weit weg davon. Sowohl der Panther mit 120, der STA mit nur 70, der Super Pershing mit 101, wobei das ist ein bisschen verfälschend, weil wir wissen ja, Schottpanzerung ist hier gegeben. Und der CDC ist natürlich da das Schlusslicht mit 30, 20, 20. Bei der Wannenpanzerung ist es ähnlich, da hat er mit nominell 100 mm die eine sehr gute, sogar mit die beste, aber der Super Pershing hat 101, aber auch da ist so, der hat nochmal einen ganz anderen Winkel und von dem her ist der Super Pershing da nochmal ein bisschen anders. Gegenüber seinen direkten Konkurrenten, aber dem T-34 mit 90, dem CDC natürlich nur 30, dem Panther auch nur 80 und dem STA-45 schlägt er sich da aber sehr wacker. Wichtigste und natürlich das Interessanteste für einen Panzer ist natürlich die Kanone. Und da schauen wir uns den Schaden an, da hat er 240, rangiert also da beim Panther, beim STA und beim CDC sowie Super Pershing, also die liegen alle so bei mittleren Schaden um die 240, nur der T-34-3 bricht da ein bisschen aus mit 390, weil er ja eine ganz andere Kanone hat, die dementsprechend aber auch etwas anders und schwieriger zu spielen ist, gerade auf einem mittleren Panzer. Wenn wir uns dann die Durchschlagskraft anschauen, da wird es dann ein bisschen haarig, weil er hat 173 Durchschlag mit Normalmunition. Der T-34-3 hat 175, der CDC hat 212, der Panther 203, der STA 185 und der Super Pershing 170. Und jetzt muss man dazu sagen,
dass der 59 Patton kein verbessertes Matchmaking haben wird. Also das macht es ihm natürlich umso schwieriger, mit 173 in einem 9er-10er-Gefecht zu bestehen. Und selbst Premium-Munition mit 250 ist da teilweise ein bisschen haarig. Also da muss man schon dementsprechend spielen und aufpassen. Mittlerer Schaden macht er knapp 1900. Schaden in der Minute, da ist der T34-3 mit 1746 unterlegen. Der CDC hat aber knapp 2000, ist da etwas drüber. Der Panther sogar 2100, der STA 2000 und der Super Pershing rangiert hier ganz hinten, beziehungsweise an vorletzter Stelle, direkt nach dem T34-3 mit 1756. Zielerfassung, würde ich auch nochmal drauf eingehen, ist bei 2,5 Sekunden. Das ist ein vernünftiger Wert, so wie der Panther kann man den dann da messen, wobei da der STA und der CDC besser sind. Natürlich schlechter ist der T34-3, weil der einfach die Kanone drauf hat, die ihn ebenso zum Hybriden zwischen Medium und Heavy für mich machen. Beweglichkeit, die Richtwinkel mit minus 7 und plus 19, absolut gut. Da ist er sogar mit dem CDC zu vergleichen und das werde ich euch natürlich auch noch gleich im Spiel zeigen. Das ist auf jeden Fall eine positive Stärke. Der STA hat aber mit minus 10 da deutlich nochmal mehr und auch der Super Pershing. Turmdrehgeschwindigkeit für ein Medium immer noch interessant, aber gar nicht so, wo ich sagen würde, da muss er jetzt ganz schnell sein, weil man hatte dementsprechend die Gegner schon vorher auf dem Fokus. Wichtiger ist eher die Wendegeschwindigkeit und da hat er einen Wert von 46 Grad und das ist wiederum sehr gut, weil da kann man schon sagen, da ist er praktisch mit einer der flinksten und der schnellsten in der Wendegeschwindigkeit, nur vom T34-3, der liegt da ähnlich. Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Da kann er sich direkt praktisch den zweiten Platz mit dem T34-3 teilen. Nur der CDC fährt ihm noch davon. Und der Geländewiderstand, sehen wir da, hat ein 0,91 und 2 Effizienzpunkt. Ja, das war's soweit. Wir haben 4 Besatzungsmitglieder. Wie der T34-3 auch. Und dementsprechend glaube ich, jetzt sind wir auf die Daten, Zahlen und Fakten eingegangen. Den Type 59 habe ich bewusst nicht mit reingenommen, weil der Type 59 eben nicht mehr zu erstehen ist und dementsprechend man soll ja wissen, was man sich kauft bzw. wo sind die Wettbewerber. Nun aber gut, wir springen jetzt einfach mal ins Spiel und schauen, wie er sich dann da so schlägt. So, und da sehen wir ihn also auch schon in seiner ganzen Pracht. Wir haben ihn ja schon in der Garage gesehen, aber nun auch mal, wie ist er hier so? Natürlich ohne Tarnung in dem Fall, sondern einfach pur und blank, wie er ist. So, lassen wir mal den CDC vor und fahren einfach mal. Den kann man natürlich ein bisschen, ja man sieht schon, wie er in Tritt kommt. Er ist okay, aber er ist kein Wiesel. Natürlich ist aber auch noch der Kommandant bzw. die Mannschaft noch nicht an ihrem Existenzende angelangt. Also da ist noch viel Potenzial nach oben. So, man sieht schon im Chat 59 Patton, what the fuck. Und jetzt schauen wir gleich mal, ob wir da vorne schon was auf die Hörner bekommen können. Erstmal hier warten, weil wir wissen gerade, die Karte sollte man nicht zu überhastet spielen. Da kommt schneller ein Gegner, als einem lieb ist. Aber aktuell ist hier sehr ruhig. Mittlerweile wird die Karte hier unten sehr lastig gespielt oder auch hier drüben. Aber die Mitte wird immer weniger gespielt. Das ist mir selber schon aufgefallen. Deswegen können wir jetzt mal hier weiterziehen, weil die Gegner eben da drüben schon entlang fahren. Also wie gesagt, der Antritt selber, der ist gewöhnungsbedürftig. Das merkt man schon direkt beim Fahren. Oh. Der ging voll durch ihre Panzerung. Da ist eine Su. Bereit zu feuern. Unser Fahrer wurde getötet. Wir können uns kaum bewegen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Na, die Su, die macht es ja gleich mehr. Ziel verloren. Kritischer Treffer. Ah, jetzt hält die Arti auch noch rein.
So, jetzt ist wenigstens die Surek. Arti ist aber hier fleißig am Schießen. Nur noch 190 Struktur, also Abpraller haben wir jetzt keinen provozieren können. Kette wurde getroffen. Sie oh, da hat ein Panther. Der ging voll durch ihre Panzerung. Und wir ziehen uns jetzt ein bisschen zurück. Ich würde ja gerne euch noch ein bisschen den zeigen und nicht schnell drauf gehen. Aber gerade hier sollte ich jetzt aufpassen, weil die Arti hält ja dementsprechend rein. Das wissen wir ja mittlerweile. Und wir sehen es auch. Keinen sechsten Sinn an dieser Stelle. Dementsprechend ein bisschen, ja, aufpassen. Da ist die nächste ISU. Wenn schon eine ISU nicht reicht, dann muss jetzt noch eine ISU sein. Jetzt kommt da noch ein E25. So, jetzt E25 hier am Schießen. Hat mir schon die Kette gezogen, musste direkt reparieren, sonst wäre es gleich um mich geschehen gewesen. Und jetzt der Type, aber der zieht sich gleich zurück. Und dann nochmal einen. So, jetzt ist der Geschichte. Jetzt können wir versuchen, auf den, in den Rücken der anderen dazu kommen. Gerade vom T-34 und von den anderen Jungs. Da versucht es der Type dann doch nochmal. So, der hat sein letztes Gefecht gemacht. T-34 bekommt da schon die Hits. Darf Frau hier nicht mehr hinfahren. Das machen sie selber. Also man sieht, zwei Abpraller vom Panther habe ich bekommen. Ansonsten allerdings haben sie sich jetzt gefühlt gar nicht so schwer getan, die Gegner, mich zu durchschlagen. Aufbau ist natürlich dementsprechend groß, das kann man schon ganz klar sagen. Und jetzt vielleicht finden wir noch die Arti. So, da kommt der Cromwell schon rangebraust. Die Arti ist offen. Da ist er ja schon. Arti hat verschossen. Und wenigstens die Arti noch killen können. Und jetzt ist aber nur noch der Type am Leben. Und bis wir dahin kommen, so, wir schauen mal, wie er sich hier so schlägt beim Hochfahren. So aus dem Gefühl raus, aus dem Fahrbericht heraus, muss ich sagen, ist er brauchbar. Allerdings könnte ein bisschen flinker und agiler sein. Er ist da doch eher so der kleinere, schwerere Bruder oder der schwerere Bruder vom Type gefühlt. Und dadurch, dass die Jungs hier cappen, brauchen wir da jetzt nicht noch zum Type durchfahren, weil der hat sich da in seiner Stadt verschanzt und wir nehmen praktisch hier den Sieg noch einfach so mit. Aha, prallen hier am Helm ab. 6,5 Sekunden Reload. Und auch da war der Schuss überhastet, aber ein Sieg ist ein Sieg und 1800 Schaden kann man für ein Preview-Video ruhig mal so stehen lassen, weil da vieles dabei war, um den Panzer so ein bisschen zu zeigen und zu spielen. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie die Credit-Ausbeute so aussieht. Wir haben praktisch 51.000 rausbekommen mit 873 XP da an Nummer 1 des Teams gewesen. Nichts, wofür man sich jetzt nur rühmen kann, aber wie gesagt, unterm Strich war es okay. Ja, dann hoffe ich, ich konnte euch einen kleinen Einblick von diesem Panzer geben und würde mich sehr freuen, wenn euch dieses Preview-Video gefallen hat. Deswegen bis bald, euer Alcaramba.